Seit 8 Monaten sitzt die Ulmer Journalistin Mesale Turlu in der Türkei in Untersuchungshaft. Wegen Kontakten zu einer linksextremen türkischen Partei steht sie unter Terrorverdacht. Linken Politikerin Heike Hensel hält eine weitere Haft für einen Affront. Linken Vize-Fraktionschefin Heike Hensel fordert eine sofortige Freilassung der deutschen Journalistin Mesale Turlu, die in der Türkei wegen Terrorverdachts in Untersuchungshaft sitzt. An diesem Montag beginnt der 2. Prozesstag in Istanbul. Hensel sagte, eine Fortsetzung von Turlus Untersuchungshaft wäre natürlich nochmal ein weiterer Affront. Die linken Politikerin will wie schon beim Prozessauftakt als Beobachterin teilnehmen. Dass Turlu nicht schon am 1. Prozesstag im Oktober aus der U-Haft entlassen wurde, sei bereits eine Provokation gegenüber der Bundesregierung gewesen, sagte Hensel. Es wäre nun meines Erachtens nochmal eine Verschärfung, diese Geiselpolitik weiter fortzusetzen. Alle Beobachter seien sich einig, dass dieser Prozess ein politischer Prozess ist, dass er woanders entschieden wird. Turlu war Ende April in Istanbul unter Terrorverdacht festgenommen worden. Hensel fordert mehr Druck der Bundesregierung auf Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, um Turlu, den Weltkorrespondenten Deniz Özel und mindestens 7 weitere Deutsche frei zu bekommen, die in der Türkei aus politischen Gründen inhaftiert sind. Nötig sei eine glaubhafte Türkei-Politik, die sich dafür einsetzt, diese Geisel Erdogans frei zu bekommen. Dafür gäbe es vielfältige Möglichkeiten, etwa in den Bereichen Hermes-Bürgschaften oder Rüstungsexporte. Turlu und 17 türkischen Angeklagten wird Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Dabei soll es sich um die linksextreme MLKP handeln, die in der Türkei als Terrororganisation gilt und in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Der aus Ulm stammenden Deutschen drohen nach Angaben ihrer Anwälte bis zu 20 Jahre Haft. Zum Auftakt des Verfahrens hatten Turlu und alle anderen Angeklagten die Vorwürfe zurückgewiesen. Die 33-Jährige saß zeitweise mit ihrem Kleinkind in Haft. Ende November wurde Turlus ebenfalls monatelang inhaftierter Mann freigelassen. Quelle: n-tv.de